Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind wieder. Oder beziehungsweise machen weiter für den komischen Dreizack. Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, muss man sich damit durchkämpfen ohne Flugmod. Mal zu dem Zeitpunkt, als hatte man noch nicht direkt Flugmod. Dann kann man nämlich, oder man konnte fliegen erst lernen mit 77. War schon etwas elendig manchmal. 77, beziehungsweise ich denke mal, die hätten aus 80 gemacht. Aber in, wie ist denn, im Schulazarbecken musste man fliegen. Ansonsten, wenn man sich das nicht quasi kaufen konnte, wenn man keine Kohle hatte, konnte man auch einen Leihmount nehmen. Das war auch nichts. Weil damals mein Bruder, der hat zu dem Zeitpunkt auch gespielt, der musste sich einen Leihmount holen, weil er hatte nicht so viel Kohle. Weil er hatte noch auch damals nicht mit PC, wo er schon gespielt hat, hatte da noch keinen Fliegen. Weil er hat noch nicht so viel Kohle. Leihen wollte er sich nicht. Ich hatte ihn gefragt, ob er was kauft. Nö, nö, er macht das schon. Dann hat er sich halt so einen Flug, nee, hier. Ne, ein Leihmount geholt. Ein Leihflugmount. Fand ich auch damals sehr lustig, dass man das konnte. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist. Ich habe Blizzard gesagt, mittlerweile ist das so günstig, das gibt es nicht mehr. Könnte ich mir vorstellen. So. Ja, mit Flugmount ist das natürlich sehr angenehm erleichtert. Ja, haben wir, aber zu spät. Lustig, ne? Dadurch, dass es hier eine andere Phase ist. Uiuiui. Sieht das hier im Tod selbst anders aus. So, das haben wir quasi. Schnell weg. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, 1,5 Sekunden Castzeit. Weil im PC war es ja noch so, dass wir immer 3 Sekunden Castzeit haben für aufzumounten. Aber wenn wir den schon wieder töten müssen, Herr Murks. Der Levi hast du nicht gesehen. War der im Wasser? Doch, ich glaube, der war im Wasser. Da war das nicht so ein. Ja, genau. So ein Kraken.
das ist das Modell von Schlangenschrein. Oh, im Schlangenschrein war ich auch oft. Fand ich auch sehr cool, der Schlangenschrein. Was man da, als wir da gestorben sind im Schlangenschrein, sag ich euch. Aber man kann leider nicht aufmounten, auf seinen Flugmount, wenn man am Schwimmen ist. Das geht hier noch nicht. Mounten wir da auf. Das kriegen wir auch dahin, ne? So. Schwuppdiwupp. Und Quest abgeben. Dann kriegen wir jetzt was Tolles dafür. Ja. Naja. 3x3 wollten wir das gleich. Ach, das brauchen wir dann gar nicht mehr bei der abgeben. Aha. Müssen wir das wahrscheinlich wieder bei dem einen Typen abgeben. Bei der Robbe. Well, ne? ist das nichts und 30.000 EP, das ist schon schön. Natürlich von 70 auf 71 braucht man weniger als von 75 auf 76. Aber wir wollen ja anfangen hier, ne? In Viotelka. Ja, und das Gear in Viotelka. Das sieht manchmal habe ich mir auch etwas. Finde ich das auch etwas fragwürdig, aber gut. Ne? Dabei lustig bunt. Aber das ist ja am Anfang immer so. Und später, ich weiß gar nicht, ob wir Atlas Luke drauf haben. Später sieht das natürlich etwas hübscher aus. Nein, wir haben das ja schon gemacht. Genau, dann müssen wir jetzt zu den Bauern. Und denen helfen hier mit den Untoten. Gegrüßt. Seht sie. Damals, das war alles neu. Das war so cool, als wir hier hinkamen, wie gesagt, ne? Das war der Wahnsinn. Mittlerweile vermisse, dass man nur einen gewissen Abstand halten muss zu den Feinden. Also ich vermisse
Und da stand damals ein Sturm mit uns rum. Da sind ganz viele, als damals das Event kam. Also die waren ganz viele gestorben. Dann war man nachher ein Zombie. Das war schon lustig. Oder als Zombie? Oder als Untoter? Toter Zombie war, weil man einen Stab noch hat, dann explodierte. Und verseuchte dann auch die anderen. Also wirklich Zombie nicht. A la Walking Dead und so. Als das dann war, und dann die Bosse 30% noch runtergesetzt. Wie immer. Aber manche machten sich dann Spaß daraus und kamen dann infiziert in Raid. Wenn der Raid leider das nicht gemerkt hat, ist er dann gestorben. Hat dann teilweise die Mobs mit infiziert, die wurden dann ausgezogen. Und so hat einer dann den kompletten schwarzen Tempel zu Zombies gemacht. Und selbst das Zurücksetzen funktionierte nicht. Tja, selbst die Bosse wurden zu Zombies. Die konnten das halt teilweise sogar one-hitten. Weil die dann auch leben und alles reduziert waren, aber die haben nichts gedroppt. Es sei denn, eine komplette ID für die 20, oder für uns 25 Mann, war versäbelt. Oh, und die waren bissig, sag ich euch. Die waren bissig. Aber es war nicht. Sturmwind war wie ausgestorben. Es war überall nur Skelette, rauchende Säckchen hier. Getreide war es, glaube ich, ne? Ja, verseuchtes Korn. Ja, und viele haben sich darüber aufgeregt, dass auch die Auktionsmenschen tot waren. Das war schon lustig. So, dann ja, gleich müssen wir aber nochmal in die Mine, weil wir irgendwo einen Schlüssel oder sowas brauchen, glaube ich. Braucht ihr etwas? Was kann ich für euch tun? Schönen Tag auch. Das ist noch eine. Braucht ihr etwas? Kein Risiko eingehen. Auf dann. Und ich hab die Fackel. Ja. Genau. Noch irgendwas. Infizierter Biss. Ja. Und fehlt, glaube ich, dann 5 Minuten oder so. Und wenn man den da nicht entfernt hatte, holt man zum Zombie. Oder hier zum Toten, wie auch immer. Und nach einer Zeit dauerte das gar nicht mehr lange. Am Anfang war es, glaube ich, eine halbe Stunde. Und so 15 Minuten, dann 10 Minuten, dann 5. Am Ende waren es, glaube ich, 3 oder 4 Minuten. Nee, 2. 2 oder 1 Minute oder 30 Sekunden nachher nur noch, bis man dann verwandelt worden ist. Ja, und da wurde man zum Zombie. Kein Schattrad war. Waren nur die Leute in der Luft. Man konnte sich dann halt, wenn man Zombie war, auch mit der Horde bzw. Horde mit Allianz, konnte sich dann unterhalten. Das fand ich auch eine lustige Idee. Aber man war ja quasi auf Lich King-Seite. Ja, nur man wird auch von den anderen Spielern schnell gekillt, wenn sie gesehen haben, oh, ein Zombie. Und ich glaube, man konnte dann auch beißen. Und dann hat, wenn man tot war, so grüne Wölkchen verteilt. Und wenn dann jemand dran war, war der dann auch infiziert. Also es war wirklich cool gemacht. Und Kata gab es damals auch ein Event. Gerade überlegen. Kata war es, glaube ich, so, oder kurz bevor Kata.
flog Todesschwinge immer über das Land. Und immer wenn man da drunter stand, wenn er gerade drüber geflogen ist, alles verfärbte sich rot. Der Himmel, alles. Wenn man dann da drunter stand, wurde man umgebracht und hat einen Erfolg bekommen, in den Flammen gebadet oder so hieß das. Den kann man immer noch bekommen, wenn man in der Drachenseele heute noch reingeht. Kann man sich das angucken, beziehungsweise wenn man dann stirbt, ist man in Flammen gebadet, aber nur bei Todesschwinge, wenn man da stirbt. Also ist recht schwierig, wenn man auf 110 oder auf 100 ist. Und von Kata auf Mr. Fandaria gab es die Rissreisen. Da musste man dann... Oder war das? Nee. Ja, das war einmal mit Todesschwinge von Hotelka auf Kata. Und man musste in Nordend zu verschiedenen Punkten und da gab es immer so Risse, da kamen Elementare raus, die musste man töten. Wenn man in allen Gebieten war, hat man auch einen Erfolg bekommen. Rissreisen. Genau. Was gab es denn von Kata auf Mr. Pandaria? Das weiß ich nicht mehr. Oder gab es überhaupt ein Event? Von Mr. Pandaria zu WOD, weiß ich gar nicht, ob da auch ein Event war. Ich kann mich nur noch gut an die zeitlose Insel erinnern. Aber das gehört ja nicht zu einem Event oder so. Und dann von WOD auf Legion jetzt, war ja dieses Event, wo immer diese Zitadellen überall drüber standen. Die gab es auch zu Kata, zu PC, als ich Naxxramas verschoben hatte. Standen immer diese Zitadellen im Himmel und die haben dann Zombies und so abgeworfen. Da konnte man dann Marken sammeln und bei einer Fraktion, oh, ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hießen, konntest du dann Sachen eintauschen. War cool gemacht. Und es gab noch einen extra Boss in Karazhan. Da konnte man eine Gitarre looten. Und wenn man die benutzt hat, wurde man dann zum Untoten. Und hat Gitarre gespielt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. War of the Lich King. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.